Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach mehreren gescheiterten Versuchen ist es Zivilisten offenbar gelungen, aus der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol zu flüchten. Nach ukrainischen Angaben konnte ein Konvoi den russischen Belagerungsring passieren. Das Rote Kreuz spricht weiter von einer dramatischen Lage in Mariupol. Hunderttausende säßen dort fest. Neue Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine brachten keine Ergebnisse. Die russische Armee setzte ihre Angriffe fort. Tote und Verletzte gab es offenbar auf beiden Seiten. Menschen werden über Leitern in Sicherheit gebracht. Am Morgen wird ein neunstöckiges Wohnhaus in Kiew offenbar von russischen Raketen getroffen. Es brennt komplett aus, die Menschen verzweifelt. Mir fehlen die Worte, verstehen Sie? Ich habe keine Worte für all das. Auch in der ostukrainischen Großstadt Donetsk Tote und Verletzte. Eine ukrainische Rakete sei dafür verantwortlich, sagt das russische Verteidigungsministerium. Bei der Explosion eines Streusprengkopfes in Donetsk wurden 20 Zivilisten getötet. Weitere 28 Personen, darunter Kinder, wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Ukraine dementiert das. Es handle sich um eine russische Rakete. Nachprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Während die Kämpfe andauern, verhandeln die ukrainische und die russische Seite per Videoschalte. Ein entsprechendes Foto postet auf Twitter der ukrainische Präsidentenberater Podolyak. Die Gespräche seien hart, schreibt er, aber sie laufen. Am Nachmittag werden sie unterbrochen und auf morgen vertagt. Dazu äußert sich in den Tagesthemen ein Sprecher des ukrainischen Präsidialamtes. Diese Gespräche können nur vorbereitenden Charakter haben für die eigentlichen Verhandlungen, die definitiv auf Präsidentenebene stattfinden müssen. Unterdessen steht auch Charkiw, die zweitgrößte ukrainische Stadt, unter Dauerbeschuss. Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Viele Straßen gleichen hier einem Trümmerfeld. Russland hat sich seit Jahrzehnten auf diesen Krieg vorbereitet. Es hat erhebliche militärische Ressourcen für das Böse angehäuft, für die Eroberung von Nachbarn und für die Zerstörung der Ukraine und Europas, das wir kennen und schätzen. In Tschernobyl soll es weiterhin Probleme mit der Stromversorgung der stillgelegten Atomruine geben. Aktuell laufen Dieselgeneratoren. Die Stromleitung sei offenbar erneut von russischen Truppen beschädigt worden, so der Betreiber. Besonders dramatisch die Lage in Mariupol, im Süden der Ukraine. Die Stadt ist eingekesselt von russischen Truppen, immer wieder Angriffe. Menschen rennen um ihr Leben in Schutzkeller. Ich kann es nicht mehr aushalten, weint diese Frau. Unterdessen sollen erste Zivilisten die Stadt verlassen haben. Diese Bilder vom russischen Verteidigungsministerium sollen Busse für Massenevakuierungen zeigen. Ob sie stattfinden können, ist nicht bekannt. Die meisten Menschen müssen hier wohl erst mal weiter ausharren. Georg Restle ist in Lviv im Westen der Ukraine. Auch dorthin hat sich der Krieg mittlerweile ausgeweitet. Was können Sie uns über die Situation vor Ort berichten? Gerade eben heulten hier noch die Sirenen, Entwarnung nach einem weiteren Luftalarm. Schon heute Nacht um 2:30 wurden die Menschen hier aus ihren Betten gerissen und mussten stundenlang in den Luftschutzkellern der Stadt verbringen. Die Erleichterung ist natürlich groß, dass es nach dem verheerenden Raketenangriff gestern auf einen Militärstützpunkt in der Nähe der Stadt nicht zu weiteren Angriffen gekommen ist. Der Bürgermeister der Stadt und der Gouverneur der Westukraine haben sich heute mit einem eindringlichen Appell an den Westen gewandt. Der Raketenangriff auf den Militärstützpunkt so nahe an der polnischen Grenze müsse als Weckruf verstanden werden für den Westen, die Ukraine jetzt dabei zu unterstützen, den Luftraum über der Stadt zu schließen, die Sanktionen gegenüber Russland zu verschärfen und die humanitäre Hilfe, für die man hier sehr dankbar ist, deutlich zu verstärken. Vielen Dank, Georg Restle in Lviv. Auch der Antrittsbesuch von Bundeskanzler Scholz in der Türkei stand heute im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Erdogan forderte Scholz einen sofortigen Waffenstillstand und sichere Fluchtrouten für Zivilisten. An Russlands Präsident Putin gerichtet, sagte Scholz wörtlich: Halten Sie inne, es kann nur eine diplomatische Lösung geben.
Es ist sein erster offizieller Besuch in Ankara. Bundeskanzler Scholz legt einen Kranz am Mausoleum des Staatsgründers Atatürk nieder. Eine Geste, die von Türkinnen und Türken landesweit geschätzt wird. Im Anschluss empfängt ihn Erdogan mit militärischen Ehren am Präsidentenpalast. Hinter verschlossenen Türen das Gespräch fast 3 Stunden lang, deutlich länger als geplant. In der gemeinsamen Pressekonferenz ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine das zentrale Thema. Scholz begrüßt Erdogans Engagement für Gespräche zwischen Kiew und Moskau. Beide fordern einen Waffenstillstand und ein Ende der Krise. Deshalb will ich an dieser Stelle ausdrücklich erwähnen, dass die Schließung der Bosporus-Durchfahrt für Kriegsschiffe der kriegsführenden Parteien im Rahmen der Anwendung der Montreux-Konvention durch die Türkei ein ganz wichtiger Beitrag ist für eine Deeskalation der aktuellen Krise. Dafür will ich ausdrücklich danken. Die Türkei bekundet immer wieder Interesse an deutschen Waffenimporten. Als Erdogan gefragt wird, ob er in diese Richtung Wünsche an den Bundeskanzler hat, erklärt er: Wir sind gemeinsam mit Deutschland NATO-Partner. Und das erst recht jetzt in dieser Phase neu zu bewerten, ist sehr wichtig. Doch Scholz bleibt zurückhaltend, verweist auf deutsche Rüstungsexportrichtlinien. Dass deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in der Türkei immer noch in Haft sind, erwähnt der Bundeskanzler und äußert die Hoffnung, dass es baldige Lösungen für diese Fälle geben wird. Bundeskanzler Scholz betont bei seinem ersten Besuch in Ankara die Gemeinsamkeiten. Um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, will er mit Erdogan kooperieren. Das Thema Menschenrechtsverletzungen in der Türkei spricht er an, aber weniger deutlich als von vielen erwartet. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hatte die Bundesregierung Milliardeninvestitionen zur Stärkung der Bundeswehr angekündigt. Nun wird ein erstes großes Projekt in diesem Rahmen auf den Weg gebracht. Der Kauf moderner F-35 Tarnkappenjets des US-Herstellers Lockheed Martin als Ersatz für die veralteten Tornado-Kampfflugzeuge. Ausschlaggebend war laut Verteidigungsministerin Lamprecht auch, dass die F-35-Jets am Markt verfügbar sind. Er ist noch einsatzbereit, doch der Lack ist ab. Der Tornado ist in die Jahre gekommen. 40 Jahre fliegt die Bundeswehr das Modell bereits, aber 2030 soll Schluss sein. Noch kann Deutschland mit dem Tornado die NATO-Zusage erfüllen. Im Ernstfall auch amerikanische Atomwaffen ans Ziel zu tragen. Vor allem für diese sogenannte nukleare Teilhabe müssen nun neue Flieger her. Nach sorgfältiger Betrachtung aller Optionen, die auf dem Tisch lagen, habe ich mich entschieden für die Aufgabe der nuklearen Teilhabe, die Beschaffung von Flugzeugen des Typs F-35 einzuleiten. Die F-35 gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt. Mit ihr können die US-Atomwaffen transportiert werden. Durch die Form und Beschichtung ist die F-35 für gegnerisches Radar nur schwer zu erkennen. Ich denke, auch hier setzen wir gerade das richtige Zeichen, dass wir uns für ein marktverfügbares System entschieden haben, damit wir die Modernisierung der Streitkräfte beschleunigen können. Es sollte schnell gehen, das sprach für die F-35. Eine andere Option, den Eurofighter so aufzurüsten, dass auch er US-Atomwaffen tragen kann, hätte wohl zu lange gedauert. Aber die Bundeswehr will am europäischen Kampfflieger festhalten, auch mit neuen Bestellungen. Der große Einkauf steht trotzdem erstmal bei den Amerikanern an. Militärexperte Stefan Bayer nennt das bei Tagesschau 24 eine Zeitenwende. Die Diskussion um Verteidigung und Sicherheitspolitik in der jüngeren Vergangenheit macht doch deutlich, dass die deutsche Lösung, immer irgendwas selbst entwickeln zu wollen, vielleicht eine ist, die viel zu viel Zeit erfordert, sodass das Kaufen aus Regalen die schnellere Lösung darstellen könnte. Mit der Entscheidung für die amerikanischen F-35 geht die Verteidigungsministerin einen neuen Weg. Für die Bundeswehrkäufe gilt nun erstmal keine überambitionierten Entwicklungsprojekte mehr, sondern kaufen, was auf dem Markt ist. Auch wenn damit in diesem Fall eine größere Abhängigkeit vom NATO-Partner USA entsteht. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben die Energiepreise stark in die Höhe getrieben. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat deswegen weitere Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger in Aussicht gestellt, bei den Kosten fürs Heizen ebenso wie für Strom und Tanken. Details nannte er bisher nicht. Finanzminister Lindner macht sich indessen für einen zeitlich befristeten Rabatt beim Tanken stark. Autofahrer spüren die steigenden Energiepreise täglich besonders deutlich. Ihnen will FDP-Chef und Finanzminister Lindner helfen mit einem Krisenrabatt Kraftstoff.
Es geht darum, die Bürgerinnen und Bürger, die auf das Auto angewiesen sind, aber auch die Gewerbetreibenden, für die die gestiegenen Kraftstoffpreise eine wirtschaftliche Belastung darstellen, sehr schnell zu unterstützen. Der Literpreis sollte nach FDP-Vorstellungen direkt an der Tankstellenkasse möglichst unter 2 Euro sinken. Die Tankstellenbetreiber bekämen die Erstattung vom Staat. Laut Finanzminister würde eine Preissenkung beispielsweise um 10 Cent den Staat 550 Millionen Euro kosten pro Monat. Widerspruch kommt von den Grünen. Der Vorschlag setze ökologisch, sozial und wirtschaftlich falsche Signale. In einer Zeit, wo wir sehen, wie verwundbar uns die Abhängigkeit von den Fossilen macht, jetzt nicht auf eine Verbrauchsprämie zu setzen, sondern auf Maßnahmen, die auch im Bereich Energiesparen und Energieeffizienz wirken. Ich glaube, all das findet sich im Moment in dem Vorschlag von Herrn Lindner noch nicht wieder. Die Grünen plädieren für ein Energiegeld für alle Bürger. Nach Berechnungen des Wirtschaftsministeriums drohen Durchschnittsfamilien im nicht energetisch sanierten Eigenheim im laufenden Jahr bis zu 2000 Euro höhere Gaskosten. Die Union will dagegen gezielte Steuersenkungen. Es geht wirklich darum, alle Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und das möglichst unbürokratisch. Und das geht eben am einfachsten, indem man die Steuern auf den Sprit senkt. Die machen über die Hälfte des Preises aus. Mineralölsteuer runter, Mehrwertsteuer runter. Bis Mittwoch will sich die Koalition verständigen auf Maßnahmen, die möglichst dem Geldbeutel und der Umwelt gut tun. Vor dem Hintergrund anhaltender Kämpfe fliehen immer mehr Menschen aus der Ukraine. Etwa 2,8 Millionen haben das Land nach Angaben der Vereinten Nationen bereits verlassen, die meisten Richtung Polen. In Deutschland sind bislang 147.000 Flüchtlinge registriert worden. Damit haben sie zum Beispiel Anspruch auf staatliche Leistungen, können arbeiten oder zur Schule gehen. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Es werden aber auch Forderungen nach einer klareren Organisation laut. Berlin am Limit. Das Ankunftszentrum in Tegel ist bereits voll. Jetzt muss auch noch der ehemalige Flughafen Schönefeld als Unterkunft dienen. Mittlerweile leben, so Schätzungen, 50.000 bis 60.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadt. Für sie muss weitere Hilfe wie eine dauerhafte Unterbringung und ärztliche Versorgung organisiert werden. Die Verteilung über das ganze Bundesgebiet ist jetzt das Entscheidende. Im Moment ist es so, dass Berlin so viele Geflüchtete aufnimmt wie alle anderen Bundesländer zusammen. Und das können wir auf Dauer nicht alleine stemmen. Bisher läuft die Verteilung nur, wenn andere Länder und Kommunen freiwillig Kapazitäten melden. Die Landkreise fordern, dass die Kriegsflüchtlinge im gesamten Bundesgebiet gleichmäßig verteilt werden. Das ist in Planung. Ähnlich ist es bei der Frage, wie die vielen Kinder unterrichtet werden können. In Düsseldorf ist man da bereits weiter. Das Familienschulzentrum Sonnenstraße hat 18 Kinder freiwillig aufgenommen. Die Kürze der Zeit war schon sehr herausfordernd und wir konnten Gott sei Dank Donnerstag, Freitag die Tage nutzen, um einen Raum herzurichten und so herzurichten, dass es auch eine Willkommenskultur darstellbar ist. Und die Kolleginnen und Kollegen haben einfach tatkräftig unterstützt und so läuft es auch heute an. Hamburg-Wandsbek. Hunderte Flüchtlinge warten geduldig auf ihre Registrierung. Auch mit vereinfachtem Aufnahmeverfahren. Es dauert. Politik und Behörden im Krisenmodus. Ohne freiwilliges Engagement und Kreativität geht nichts in diesen Tagen. Ausführliche Informationen zum Krieg in der Ukraine und zur Energiepreisdiskussion bringt Tagesschau 24 in einer Sondersendung gleich nach dieser Tagesschau. Knapp eine Woche vor dem Auslaufen vieler Corona-Beschränkungen wächst der Druck auf die Bundesregierung, doch mehr Schutzmaßnahmen im Alltag beizubehalten. In einer öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses kritisierten Experten unter anderem, dass umfassende Testpflichten und Zutrittskonzepte wegfallen sollen. Gefordert wurde zudem, die Maskenpflicht in Innenräumen beizubehalten. Mehrere Länder kündigten an, bestehende Corona-Regeln verlängern zu wollen. Dem Robert-Koch-Institut wurden mehr als 92.300 neue Fälle gemeldet, knapp 14.000 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 1.543, ein neuer Höchstwert.
An mehreren deutschen Flughäfen, wie hier in Düsseldorf, hat das Sicherheitspersonal heute die Arbeit niedergelegt. Zu den Warnstreiks hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Zehntausende Passagiere konnten nicht fliegen oder mussten Verspätungen hinnehmen. Die Warnstreiks sind Teil des Tarifstreits zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband BDLS. Verdi fordert für die 25.000 Sicherheitskräfte eine Lohnerhöhung von mindestens 1 Euro pro Stunde. Felix Magath kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück und übernimmt bis Saisonende den Trainerposten bei Hertha BSC, dem derzeitigen Tabellenvorletzten. Der 68-Jährige wird Nachfolger von Taifun Korkut. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 15. März. Ein kleines Tief bildet sich morgen über Süddeutschland. Es sorgt für neuen Regen. Im Südwesten nach Mitternacht neue Wolken, die am Morgen zwischen Eifel, Saarland und Hochrhein Regen bringen. Am Tag breitet sich das Regengebiet vom Westen und Südwesten in die Mitte aus. In der Nordhälfte ist es trocken und bewölkt, Richtung Nordsee ein paar Sonnenstunden. In der Nacht +6 bis -3 Grad, am Tag 6 Grad bei Regen im Hunsrück und 16 Grad am Hochrhein. Am Mittwoch Sonne und dichte Wolken, sobald sich der Nebel aufgelöst hat, Regen anfangs nur im Südosten Bayerns. Am Donnerstag von Nordwesten dichte Wolken, es regnet zeitweise, oft sonnig ist es in der Südosthälfte. Wolkiger Start in den Freitag, dann wird es immer sonniger. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Alin Aboud Finanzminister Lindner, wie sich sein geplanter Tankrabatt mit der Einhaltung der Schuldenbremse verträgt. Außerdem Sorge vor Weizenmangel, womit Verbraucher in Deutschland und weltweit rechnen müssen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.